das Ding heißt ja Feel Good Podcast, weil es eben soll ja ein bisschen die Leute unterhalten, soll ein bisschen gute Stimmung geben. Ja. Und es interessiert mich auch immer, was man macht, um sich selber gut zu fühlen. Okay. Zum Beispiel du. Ja. Du tust neuerdings Fallschirmspringen. Ja, stimmt. Ich bin sogar gestern, deswegen habe ich heute Rückenschmerzen. Ich bin ins Rookie Camp gegangen. Ist das denn mit dem Windkanal? Ja, genau. Es ist schon, ich muss einfach ehrlich sagen, es ist viel anstrengender, als ich gedacht habe. Ich habe gemeint, du bist nur... Es ist nicht einfach rausgekumpelt. Nein, es ist nicht einfach rausgekumpelt. Es ist wirklich nur, es ist komisch, weil der Körper ist gespannt, aber trotzdem bist du relaxed. Ja, es ist wie eine Mischung. Also eigentlich tust du dich ja so anlegen wie ein Brett. Ja. Aber weil ja der Wind noch so mega... Ja, musst du ein bisschen vorne drücken mit der Hüfte. Genau. Ja, um einfach stabil bleiben. Genau. Und dann die Bewegungen halt, musst du halt gegen den Wind pressen. Ja. Aber auf jeden Fall, das ist mega anstrengend, aber ich muss ganz ehrlich etwas sagen, es hat mir etwas mega Schönes gegeben. Weil ich kann mich noch erinnere an meinen ersten Solosprung, wo ich alle 6 Sprünge bestanden habe. Mhm. Der letzte Sprung einfach allein. Niemand kommt mit dir mit. Ja. Du springst aus dem Flugzeug vollständig allein, gehst runter, fährst auf, gehst runter. Und dann weiss ich danach, noch habe ich die erste Show. Ich habe von nicht mehr so viel Schiss gehabt, wie ich sonst immer habe. Ich habe immer noch Schiss vor den Shows, aber nicht mehr so Schiss, weil ich sage mir dann immer, Alter, du bist aus dem Flugzeug allein rausgekommen. Was ist schlimm? Da bist du nur am Reden. Also weißt du mal, da stirbst du nicht. Irgendwie, es hat mir die Angst weggenommen. Ich habe viel weniger Schiss jetzt, seit ich das mache. Was ist denn aber, was ist deine Schiss gesehen? Was ist die Schiss gesehen? Was ist mir? Heute Morgen! Also, du. Eine Mischung zwischen Ofenmartine Cereal und Frühlingsrollen von gestern, ja. Das ist ja. Okay. Hey, ganz wichtige Frage, Schawinski. Ja. Was ist dein Schiss? Ja. ja. Gut, der Schiss wird abgesetzt. Oh! Wortspiel. Nein, sondern was ich nie verstanden habe. Ich war früher nervös, wenn ich Theater gespielt habe oder Moderationen musste machen vor Leuten und so Sachen, weil es so viel schief gehen. Ja. Weil du bist im Auftrag von jemandem und es hängt noch mit anderen Menschen zusammen und Technik, all das Zeugs, oder? Aber kaum habe ich auf Stand-up machen, habe ich keine Nervosität und Schiss mehr gehabt, weil ich gewusst habe, es kommt ja nur auf mich drauf an. Was war dein Schiss früher beim auf die Bühne gehen? Was hast du das Gefühl gehabt, was war das Schlimmste, was passiert? Also ich kann nur den Unterschied zwischen Fallschirmspringen und das erklären. Beim Fallschirmspringen ist es einfach so... Kannst sterben. Beim Auftreten, ausser du bist der Deville, kannst du nicht sterben. Kannst nicht sterben, ja. Stimmt, nein. Und dort ist einfach noch... beim Fallschirmspringen ist einfach du hast so Angst, obwohl es etwas so sicher ist. Auf der Straße laufen ist gefährlicher als Fallschirmspringen. Autofahren, Velofahren ist viel gefährlicher als Fallschirmspringen. Dass überhaupt dort etwas passiert, musst du hure dumm tun. Aber die Gefahr dann am Anfang zu wissen, ich springe jetzt raus, ras gegen den Boden mit über 200 km/h. Wenn du landest, schaust du auf und denkst, geil. Beim Stand-up, das Gefühl danach, finde ich auch geil. Ich habe das gemacht. Aber was das noch geiler macht, ist, die Angst, die ich dort kann, ist nicht gleich. Dort ist es, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, bei Stand-up habe ich das Gefühl, ich verliere mehr, wenn es nicht gut läuft. Nicht nur meinen Ruf. Weil, bevor ich rauslaufe, ich weiß nicht warum, ich habe mich immer wieder gefragt und gesagt, du laufst jetzt dort raus und musst 150, 100, 200 Leute zum Lachen bringen, wo du noch nicht... 20. Ja, oder 20, ja. wo du noch nie gesehen hast. Das ist mega beängstigend, finde ich. Das ist wie ein Vortrag halten vor Leuten. Aber weißt du, das fasziniert mich so bei dir. weil du siehst es in so Sachen, siehst du es oft wie von einer anderen Seite. Ja. Weil ich weiß noch zum Beispiel, wo du den Swiss Comedy Award gewonnen hast. Ja. Meine Reaktion, ich habe nur einen gewonnen, du hast beide gewonnen gehabt, ja? Und meine Reaktion ist gesehen, jetzt bin ich ein bisschen weiter, jetzt habe ich schon ein bisschen bewiesen, dass ich nicht schlecht bin. Ja. So,
Also, wenn wir ehrlich sind, so ein Preis gewinnen ist jetzt nicht Wahnsinn. Die Leute haben immer das Gefühl, es macht es. Aber es ist eine Leistung. Es ist eine Leistung, weil das zeigt, dass du an einem oben sicher gut performt hast. Das ist eigentlich. Ja. Oder? Und du aber, wo du die beiden Preise gewonnen hast, hast du nachher gefunden, oh, der Druck ist viel höher. Ja. Aber das hast du dir doch gemacht. Ja, weil ich automatisch, wenn ich jemanden sehe, der einen Titel hat oder so, automatisch habe ich das Gefühl, Qualität, die Person bringt Qualität. Und als Künstler finde ich dann, so wie Dave Chappelle dann gesagt hat, er hat Angst bei anderen Shows, wenn Leute Handys haben, weil es nimmt ihnen die Freiheit weg, Fehler zu machen. Und es wird nicht gerade aufgenommen oder du wirst nicht gerade aufgehängt. Wenn ich den Preis nicht kann, bin ich immer an eine Show hergegangen mit ein bisschen scheißegal Stimmung. Und das hat mir eben die Freiheit gegeben. Yeah. Wo ich gefunden habe, ich kann mal reden, scheitern interessiert eh niemand. Aber sobald du das dann hast und du probierst mal etwas aus und es ist scheiße, dann habe ich dann immer das Gefühl gehabt, oh, für was hätte denn der Wort gehabt? Es hat mich viel mehr unter Druck gesetzt. Eben. Und mich hat es lockerer gemacht. Nein, also, weißt, ich bin in Deutschland zum Beispiel bin ich immer noch unentspannter als in der Schweiz. In der Schweiz habe ich das Gefühl, ich habe so ein bisschen Berechtigung in dieser Szene und habe eine Berechtigung, hier jetzt aufzutreten. Ja. Und wenn du in einem Quatsch-Comedy-Club spielst, was dort für dir auftreten, wie Machines. Ja. Ich meine, du hast jetzt schon zwei, drei gesehen. Ja. Mit wem bist du auftreten, wo wir haben von Deutschland? Der Archie zum Beispiel. Archie Klapp. Archie Klapp. Und das ist nicht einmal ein Name, sondern das ist einfach der Kleinkünstler, der fucking gut ist, oder? Und dann hast du Don Clark, haben wir jetzt kürzlich gehabt. Und das sind dir. Und mit denen teilst du die Bühne. Und in der Schweiz hast du eher mal eine Show, wo, weißt du, zum Beispiel jetzt sieben Siechen. Wir sind alle verschieden, aber alle auf dem gleichen Level von Qualität. Also weißt, die Leute sagen nie, das ist mega schlecht gewesen oder das ist mega gut gewesen. Sondern wir sind alle etwa gleich rum. Ja. Und darum habe ich dann viel mehr das Gefühl gehabt, das macht mich lockerer, ich habe viel mehr das Gefühl von einer Berechtigung. Und in Deutschland hast du so, oh shit, das sind grosse Namen. Und das macht mich unlocker. Aber einen Preis habe ich nie so gesehen, sondern eher das Gefühl gehabt, hey, jetzt kann man zeigen. Nein, ich finde nicht. Es ist wie wenn du einen Grammy oder egal was gewinnst. Man würde es ja nicht herschreiben. Wenn's, zum Beispiel, sie haben mal einen Regisseur gefragt, zum Beispiel bei dem Film The Gods of Egypt. Es ist ein Film, der in Ägypten stattfindet, aber der Hauptdarsteller ist wie so eine Schotte. Zum Beispiel. Dann frage ich sie, warum haben die nicht Afrikaner oder Ägypter können für die Hauptrolle den anhängen? Dann hat er gesagt, wenn ich irgendeinen Namen dort her tue, den die Leute nicht kennen oder keinen Preis gewonnen hat, dann kannst du davon ausgehen, wir verdienen nicht so viele Millionen. Sie würden niemals herschreiben, Oscar Award-winning Actor. Und dann schreiben sie, weil durch dem, dass du das hast, musst du ein gewisses Niveau an Qualität musst gewährleistet sein. Also doch, sie schreiben es ja. Genau. Und ich habe dann das Gefühl, sobald du dann so ein Award gewinnst, Leute erwarten das automatisch. Und das setzt mich unter Druck. Weil ich will die Freiheit können, einfach mal scheitern. Weil das macht es ja aus als Menschen. Ich wollte sagen, aber das ist ja auch Comedy. Das ist ja der grosse Unterschied zu allen möglichen sonstigen Künstlerberufen. Ja. Ist Comedy der Job, wo du immer wieder musst du scheitern. Du musst scheitern, eben ja. Und ich habe das Gefühl, die Leute verstehen das auch. Meinst du? Ja. Ich finde nicht auch. Doch! Ich meine, also, hast du mal gesehen, Jerry Seinfeld, Comedian, Dokumentation? Nein. Dort hat er sein Act, wo er irgendwie, was Ende 90er, Anfang 2000er, wo er dort hatte, hat er als HBO-Special rausgelassen. Und somit ist das Material verloren gesehen. Okay. Weil man es öffentlich können sehen. Gesehen, Und gerade der Seinfeld, der 20 Jahre plus minus gleiche gemacht hat, bis auf zwei, drei Jokes, hast du dann keinen Grund mehr, da noch zu schauen, weil sein Ding ist 20 Jahre überhaupt überlebt hat mit den gleichen Jokes. Ja, aber das ist, weil es halt, so gut mega sind, gute Alltagsbeobachtungen sind. Ja. Und dann hat er halt eine neue Stunde arbeiten. Und die Dokumentation zeigt ihm, wie er das eben macht. Und das finde ich etwas Befreiende an diesem Beruf. Das ist ein riesen Name. Der kommt unannounced, irgendwie in einem Comedy-Club. Die Leute rasten aus, stehen auf, sagen, oh mein Gott, Jerry Seinfeld ist da.
zwei Minuten lachen sie noch ein bisschen ab seinem Scheiß. Nachher geht es um die Realness. Dann ist totstill. Ja. Und ja, nachher geht es darum, bist du lustig oder nicht? Ja, genau. Weil ja. Der Fame hebt dich nicht durch. Ja. Weißt? Und haben sie gelacht? Ja, am Anfang hat er eine Szene drin, wo er wirklich einfach am Bomben ist. Okay. Und dann sagt er, das ist, ich weiß nicht, was er sagt, aber irgendeiner rief dann sogar noch etwas rein, weißt? Und er so, well, that's not normal for me either, oder irgendetwas. Also ich weiß nicht, was es genau gesagt. Aber das ist eigentlich das befreiende Gefühl an dem Ganzen. Es ist, ja eben, das ist es eben. Das finde ich eben das Geile daran. Und mit so einem Titel habe ich dann das Gefühl, du nimmst, es ist schön zu bekommen und haben, aber es nimmt dich so wie ein bisschen von der Freiheit weg, irgendwie, finde ich. Kann ich, weil Leute erwarten jedes Mal, wenn sie dich sehen, es muss gut sein. Es ist wie wenn ich... Du erwartest, dass sie das erwarten. Meinst du nicht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 25, 30 Stutz zahlt für eine Show, ich erwarte, dass sie schon gut wird, ja, stimmt. Ja, aber das ist doch unabhängig davon, ob du einen Preis gewonnen hast. Ja, aber wenn ich dort hingehe, will ich höre, ah, die Person hat einen Preis, die Person ist sicher gut, dann erwarte ich gewisse. Aber schau, Humor ist so subjektiv, ja, dass am Schluss liegt es immer an der Person, die schaut, die dann entscheidet, finde ich das jetzt lustig oder nicht. Weil, als ich das erste Tryout gemacht habe von Wienerli Promi, irgendwann 15, in Luzern im Kleidtheater. Oh. Ich bin noch also, Kleidtheater schon mal nicht der Ort für Stand-up per se. Ja, schwierig. Meine Sorte von Stand-up. Ja. Ja. Vor allem das Programm war sehr versext. Ja. Und dann habe ich am Schluss eine Nummer gehabt, wenn ich Sex mit verschiedenen Promi-Frauen habe. Weißt du nicht? Warte, jetzt haben wir es nur. Ja, weißt du, so die Moderatorin sagt so, ah, deine Hand ist jetzt gerade an meiner Schulter, jetzt kannst du langsam über Brüste. Ah, ja, 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 so, ja, stimmt, also, ja, ja, stimmt, und, ja, jetzt weiß ich es nicht. Und ich und Schauspielerin, oh, das Zeugs, oder? Und es sind ohne Scheiß etwa 7, 8, vor allem beim Tryout sind es vielleicht noch 12 gesehen, gell? Weil du nimmst ja dann irgendwie das Fitnessmodel, nein, das habe ich glaube ich nicht, aber ja, irgendwann nimmst du ein paar raus, genau. Und so. Aber was natürlich auch gesehen ist, dass der Jardin, eben mein Regisseur, im Publikum gesessen ist. Und die neben ihm gesessen sind, haben natürlich nicht gewusst, dass das mein Regisseur ist. Ja. Und dann ist sie Perle gesehen und sie hat schon das ganze Programm durch, hat sie nur geflucht und hat es mega schlimm gefunden. Okay. Sie hat wirklich gesagt, nein, mein Gott, oh nein. Und dann sagt sie tatsächlich irgendwann, und so einen hat der Comedy Award gewonnen, nein. Und dann kommt die Nummer mit der Promi-Frau und dort hat sie schier verblasen. Also im Sinne von, dort hat sie nicht mehr können, aber nicht vor Lachen, sondern vor Wut. Vor Wut, ja. Es ist wirklich bei jeder Frau, ist nur noch mehr geworden. Nicht nochmal ein. Nein. Und dann ist sie ohne Scheiß anscheinend 30 Sekunden, bevor ich fertig war mit dieser Nummer und dort auch mit dem Programm, ist sie rausgelaufen. Also fast bis zum Schluss. Und drum, weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß. Es ist egal. Ja. Und die hat das genauso scheiße gefunden, wenn ich den Preis nicht gewonnen hätte. Das hat sie ja vielleicht noch ein bisschen mehr aufgeregt, dass ich den Preis gewonnen habe. Ja, stimmt, ja. Aber ja, trotzdem, ich habe dann einfach das Gefühl, ich bin denen, abgesehen vom Preis, sind mir diesen Menschen das sowieso schuldig, die kommen, schauen, dass sie eine gute Zeit haben. Aber durch dem habe ich einfach das Gefühl, noch mehr. Ja. Einfach für mich. Ja. Ich weiß nicht. Aber das konnte ich eigentlich zurückgeben auf deine Angst und Nervosität, die ich faszinierend finde. Ja. Dass so, ich sehe wenig Menschen, die so nervös sind, vor dem Auftritt wie du. Ja. Und eben, ich weiß nicht genau warum. Vor allem wegen deinem Level. Aber ist jetzt weniger geworden, seit du falsch umspringst. Ja. Das ist eben so lustig daran, weil ich weiß, ich habe, obwohl ich schon in sehr gefährlichen Situationen war in meinem Leben. Ich meine, wir müssen Bungee-Jumpen. Danach, ich habe 3 Tage lang, also 3 Nächte im Bett, immer wenn ich daran gedacht habe, die ersten paar Sekunden, ich schwöre ohne Übertreibung, mein Körper hat so gemacht. So wie Trauma in meinem Kopf. Wirklich, nein, Bungee-Jumpen war richtig schlimm für mich. Obwohl ich so gefährliche Sachen gemacht habe, mir immer noch auf der Bühne stehen. Ich habe wirklich Respekt und Angst. Seit ich falsch umspringen, denke ich, das ist viel extremer, für mich viel schneller. Und ich weiß, ich bin physisch sowie psychisch fähig, das zu machen. Ist jetzt auf der Bühne so,
Ich bin nervös, ich habe Respekt davon, mhm. aber es ist nicht mehr so wie früher. Früher sind meine Hände wirklich richtig nass geworden. Ja, zum Glück bist du immer der Letzte und danach hat man nicht noch ein nasses Mikrofon. Ja. Ich bin das einer der Schlimmsten, weil du wartest am längsten. Ja. Ich habe bei der ersten Tour, die wir zusammen gemacht haben, habe ich es gehasst. Als Letzte zuvor. Die Leute sind so müde gesehen. Und eigentlich sollte man denken, Letzte ist der geilste, oder? Ja, eben. Mein Lieblingsspot ist erste nach der Pause. Das finde ich mit Abstand. Ja, erste nach der Pause oder der letzte vor der Pause? Das ist auch gut. Joe Close in der ersten Hälfte, ja. Perfekt. Bungee Jumpen habe ich bis jetzt aber auch die erste gefunden, die ich jemals gemacht habe. Ja. Weil ich bin nur einmal gefallen im Springen. Aber nicht Tandem, sondern schon First Solo, Level, ja, genau. Wenn zwei mitkommen und genau. Ein bisschen heben und du ziehst dann aber selber den Schirm und bist dann auch allein am Abend gehen. Genau. Also sagt dir jemand, 45 Grad okay. rechts und 90 Grad links. Ja, das heisst das ist das Absurdeste, das ist wie GTA. Du siehst irgendwie einfach so und Kilometer in der Luft, siehst du einfach so Karte, ja, und du gehst dann so runter. Und sie wird immer begrüßt. Und das habe ich mit, was ist das gesehen? 18, 19, irgend so etwas dort. Habe ich das gemacht. Und ich weiß noch genau, dass du kommst so aus dem Flugzeug raus und so die ersten zwei Sekunden ist so ist still und dann macht es weil dann die ganze Luft kommt, sozusagen. Oder? Und Bungee Jump. Nein, das ist fucking yes. Du hast wirklich das Gefühl, du kennst. Ja, aber das ist nicht geil. Ja, nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich zum. Machst du nochmal? Ich wüsste einen mega guten Grund haben oder jemand fordert mich heraus. Du, hast das Video gesehen, das ich gepostet habe? Ja. Von meinem Vater? Ich habe es gesehen. Also, dein Dad im Vergleich zu dir war voll easy drauf. Also, mein Dad hat so Balls, gell? Also, macht so eine Küsslingkammer. So. Und danach taucht er ab. Ey, fuck. Wie das Chiemsee-Logo. Einfach so. Und du. Smooth. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich sterbe. Ich kann so abzappeln, so ein Idiot. Nein, ich schwöre dir, ich habe das für so heftig empfunden. Ich glaube, während dem Kehren für eine Sekunde bin ich weg gewesen. Nein, wirklich, ich glaube es. Lass die Aufnahme. Du hörst mich, wie ich. Ja? Und ja. Still. Und dann. Ja, ich glaube dort, weil ich bin wirklich so. Nein. Das ist wie die Videos von denen Typen, wo auf denen Ganzlinger, wie heißt es, Slingshots, wo auf denen Slingshots die Kugel, wo an so einem riesen Bungee-Seil aufgespickt werden. Das ist das Geilste, du siehst immer so. Ich glaube, das ist mir sicher passiert. Es kann aber gut sein, weil wenn man den Schrei hört, ist es ja Schrei, raus. Wirklich, gemacht. Ruhig. Und ich weiß noch, wie ich nur noch meine Hände so gesehen habe. So. Nein. Nein, ich sag nein. Bungee Jump ist heftig. Weißt du, was das Schlimmste war? Also, wir müssen schnell dazu sagen, das haben wir ja gefilmt für eine Werbung. Ja. Und das war im Tessin gesehen. Und wir haben an dem Tag zuerst haben wir noch gefilmt, wie wir ins Lido vom 10 Meter die ganze Zeit haben wir so runtergekumpelt. Ins Seewasser vom Lago Maggiore, wo irgendwie, was hat es da gehabt? 17 Grad? Mhm. Und ich find 17 Grad okay, wenn ich in Rhein gehe und dann bin ich auf 20 Minuten drin und nachher aber nicht innen, nachher raus, hast du Sonne, raus, aber die Lufttemperatur ist vielleicht 20 Grad gesehen. Und wir sind die ganze Zeit in das Wasser rein und dann haben wir wieder raus müssen und wieder rein und wieder raus müssen. Und das einen halben Tag, nachdem wir schon am Morgen da gefahren sind, also von Basel 3 Stunden, du hast 2,5 Stunden gehabt, sowas. Ja. Ah nein, du bist immer, weil du nicht Auto gehabt hast, bist du auf Zürich mit der Werbeagentur losgefahren. So, und dann haben wir das den halben Tag gedreht, dann gehen wir auf die scheiß Staumauern, also auf den Damm, und dann noch dort springen. Wir haben dort auch noch Filme, also musst noch ein bisschen mit dem Kopf bei der Sache sein, noch hier Szene. Haben wir beide Versionen müssen filmen, ob du kommst, ob ich komme, da. Und dann kumpen wir. Hey, und nachher bist du so... Drained, einfach so. Ja, also du hast irgendwie Adrenalin, das so hoch war und langsam wieder runtergeht. Und ich weiss noch,
wir sind dann noch etwas essen. Bist du auch noch mitgekommen essen? Nein, ich bin heim. Bist du gerade heim? Ich bin heim, ja. Wir sind noch, ich habe gefunden, ja. Ich kann jetzt nicht gerade losfahren, weil ich es gemerkt habe, beim Abendfahren von dem Verzaskerdamm, habe ich es gemerkt, wenn ich die Kupplung gedrückt habe, haben meine Knie immer so... jetzt kann ich nicht, ich kann jetzt nicht 3 Stunden Auto fahren. So und darum habe ich gefunden, gehe schnell Pizza essen, ein bisschen entspannter. Weil das ist schon... Das ist heftig. Und viele Leute haben mich auch schon gefragt, warum ist Fallschirmspringen nicht so heftig wie Bungee-Jumpen? Weil die Kopf jetzt irgendwie als surrealer ja, abstempeln. Also bei mir ist es so. Ja, die ersten paar Mal Fallschirmspringen nimmst du nicht wirklich wahr, wo das am Kehb ist. Erst wenn du dann weißt, was du alles kannst mit dem Körper. Yeah. Und du kennst Geschwindigkeit. Wenn du dann zum Beispiel führen boltest. Oh, ja. So. Dann weißt du, okay, jetzt bin ich etwa bei 200 oder 300 km/h, wenn ich mich jetzt gerade so geradeaus abstelle. Das ist schon. Oder du hast Wolken. Mhm. Und du schaust die Wolken an, wie sie an dir so vorbeirasen. Das finde ich so ein Schlecht. Du merkst wirklich, wie so. Dann denkst du, okay, ich muss ziehen. Und dann jedes Mal, wenn du ziehst, bist du am Fliegen und denkst, Menschen sind bad shit crazy. So ist, stell dir vor, die erste, die das gemacht hat, die erste Frau. Ja. Yeah. Die Balls of Steel, die Frau. Weil du hast nicht gewusst, ob es funktioniert. Ja. Yeah. Und sie ist aus dem Heißluft. Hallo, nein, die erste Fallschirme sind eigentlich für Kampfpiloten gewesen. Aha. Da weiß ich noch, aber yeah. So. Commercial Skydiving ist eigentlich eine Frau aus Frankreich. Wirklich? Weißt du, wie bad shit crazy die Frau war? Ja. Yeah. Das sind Tücher gewesen. Wo die von 800, 2000 Meter sie ist von Stadt zu Stadt gefahren und nicht den Leuten das zeigt. Ich denke, sie ist von Stadt zu Stadt gesprungen. In eine neue Stadt aufgestellt, aufgegangen, alle Leute zahlt. Wirklich? Ja. Also quasi als Attraktion. Ja, genau. Ja, weißt du, ich denke einfach, wie viel Balls auf sie. Ich mache das nur, weil ich weiss, das geht schon lange und es hat. Es sind zu viele Leute vor mir gestorben, dass wir wissen, auf was wir schauen sollten. Mhm. Es ist, umso länger man das macht, umso sicherer ist es ja. Weg der Equipment oder Sachen, die du musst wissen. Ja, logisch. Weil du musst nicht nur aus dem Flugzeug springen, du musst noch das Wetter kennen, Wind. Es gibt so viele Sachen, wo du musst daran denken musst, wenn du dort bist. Du bist eigentlich wie ein Pilot, mehr oder weniger. Mhm. Ich finde die Frau einfach Balls of Steel. Balls of fucking Steel. Ich denke an mich, wir Menschen haben einfach Balls of Steel. Wie zum Beispiel Formel 1 Fahrer. Das ist fucking bad shit crazy. Formel 1 ist wirklich jenseits. Dass die nicht sterben heutzutage, zeigt einfach, wie schön oder wie gut oder wie viel Balls of Steel wir Menschen eigentlich haben.